Heute, am 17. November, ist Apothekentrauertag. Plakate und Flyer schmücken vielerorts die Offizien, statt weißer Kittel wird heute schwarz getragen. Deutschlandweit beteiligen sich Apotheken an der Aktion, die von der Corvinus Apotheke in Sachsen-Anhalt initiiert wurde. Das Ziel ist es, auf das Apothekensterben aufmerksam zu machen. Vor allem das öffentliche und politische Bewusstsein für die kritische Situation vieler Apotheken sollen gefördert werden. Auch Frau Dr. Bella Fischer beteiligt sich mit ihrer Elmenhorster Apotheke in Mecklenburg-Vorpommern am Trauertag. Warum nehmen Sie denn heute am Apothekentrauertag teil? Ja, wir wollen unseren Unmut und unsere Sorgen und unsere Existenzängste halt nach außen tragen, da wir von den Politikern ja nicht erhört worden sind. Wenn man bedenkt, dass wir seit 8 Jahren keine Honorarerhöhungen erhalten haben, aber jetzt bedenkt man halt die Inflation und halt auch die Energiekosten, die auf uns zukommen. Und hinzu kommt noch jetzt das neue Finanzstabilisierungsgesetz. Das wird uns schon in die Knie zwingen.